ich liebe den Oben-Skin. Ich muss, ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich finde ihn einfach, sieht schön aus. Ja, muss man sagen. Sieht wirklich sehr schön aus. Dann lass das doch mal, ja, haben wir gerade schon gemacht, machen wir mal X-Faktor. Auf Mittel. Let's go. Let's go, meine lieben Freunde. Ich bin der Affen zum Level, ja, bin schon fertig. Der Knopf ist untergegangen. Ja, ich glaube, das kann dir vielleicht schon mal die Runde versauen. Spielst du Fortnite? Nee. Ich hasse jeden, der Fortnite spielt, Ulrike. Du spielst bestimmt Fortnite, oder? Deswegen hasse ich dich. Forkknife? Ich bin bei Fortnite Ausrufezeichen angespielt, habe ich schon angemacht. Müsste ich vielleicht einfach ein bisschen intensiver auf meinem Kanal umgucken. Zwei Benjamins, einmal Quincy, einmal Oben und keiner hat den Oben-Skin. Oder keiner nimmt Oben den Skin mit? Hm. Moin Destroyer, na? Aber richtig schön. Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Wobei ich sagen muss, gerne nutzen tue ich den nicht. Dieses ständige, also gerade jetzt, wo man vier Eingänge, Ausgänge hat, dann nutzt man den sowieso eigentlich in der Regel nicht, weil es einfach super, super nervig ist. Ach stimmt, der ist natürlich auch mega gut hier, ne? Das ist auch hübsch. Er kann an die X-Skin Moons, das stimmt, dafür ist er auch gar nicht da. Also wenn er wirklich so einfach die Zeppelin zerstören kann, dann ist ja Chimps easy going. Wobei 70.000 Super nicht hinkriegen. Da wird Chimps leider doch kein Problem sein, keine Leichtigkeit sein. Kommt heute noch Turmvorstellung, ja. Der obere und der mittlere Weg sind gut. Den unteren Weg konnte ich bisher tatsächlich nicht sagen, dass er wirklich gut sein könnte. Gefällt mir tatsächlich nicht. Also allein Schrot gefällt mir aber nicht. Ich mag keine unpräzisen Sachen. Ich habe auch in jedem Shooter grundsätzlich nie mit der Schrotflinte gespielt, weil eine Schrotflinte einfach eklig ist. Das automatische Schießen ist okay, ist ganz cool, aber hat eine geringe Reichweite. Ich muss tatsächlich sagen, 2-4 gefällt mir bisher am besten. Die Dinge sind starke Wurfhelle, okay, kann man auch machen. Aber ein 0-5-2 soll ja besser sein, ne? Der Zweig ist besser, damit er einfach mehr hittet. Aber mir gefällt der obere irgendwie mehr. Weiß nicht. 0-2-4 finde ich irgendwie nicer. Bei mir ist kein Update, da musst du noch etwas warten. Das Update von heute Nacht Zock G. Heute Nacht um 3 Uhr oder so. Komm, oder 3-4 Uhr. Danke Gott, dass ich nie Fortnite gespielt habe. Muss man noch nicht. Ich finde, man hat da nicht irgendwie viel verpasst. Also, wir hatten noch keinen Benjamin geplatzt. Wie hat er? P3, P4, P1, P2 müsste es sein, Mann. What's up? Bei mir ist kein Update. Dann einfach mal in den Play Store gehen und manuell updaten. Hau rein, von Angel. Viel Spaß bei Total Warhammer 2. Hey, Event hat sich auch nicht so lange Stream. Ich wollte eigentlich im Prinzip nur den Wurfheilaffen mal aufrüsten, maximal leveln. Und einmal ein bisschen reingucken. Fortnite. Genau, Fortnite. Sehr gut, Dashi, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bin auch raus. Viel Spaß noch. Hau in Welt. Wann genau es war? Fortnite, Future Night, das ist nicht so schwer. Eben. Streamst du immer? Nee, selten. Ausrufezeichen Discord, einfach unter Discord-Server kommen, da kündige ich einfach nicht streamen. Und da werde ich auch immer informiert. YouTube gibt nicht allzu oft eine Benachrichtigung über einen Stream. Ja, auf jeden Fall ein interessanter neuer Turm. Also, alter neuer Turm. Aber ich sehe mich tatsächlich gar nicht oft, den zu nutzen. Der Rekin ist auch schon einfach günstiger als der dritte Skill. Kommt wahrscheinlich immer stark auf die Map drauf an. Das geht noch immer nicht bei mir. Das Update meinst du?
Ja, dann vielleicht mal ein bisschen geduldigen. Geduldigen. Etwas Geduld mitbringen. Ach so, wann genau streamst du immer? Ah, okay, jetzt habe ich die Frage zusammengelesen. Ist immer unterschiedlich. Wie gesagt, könnte ich auf dem Discord-Server an. Meistens unter der Woche nicht. Heute Ausnahme, weil Update gekommen ist. Weil ich unter der Woche einfach arbeite und was anderes zu tun habe. Und nach meiner Arbeit tatsächlich keinen Bock mehr habe auf Streams. Moinsen King. Ich kann tatsächlich, also höchsten Respekt an alle Streamer, die... aufgrund selbst wenn du das Arbeit machen würdest, also selbst wenn du von Twitch leben würdest oder YouTube, die 8 Stunden am Tag streamen können und sich diesen ganzen Chat jedes Mal geben können. Respekt an deren Nerven, ey. Könnte ich nicht. Oder die weiß ich nicht, 14 Stunden am Tag streamen, Alter, das ist so krank. Für kein Geld der Welt, ey, ist mir Schnuppe das Geld. Spielt so heute noch Bloons Adventure Time, nicht in dem Stream, aber ich werde es für mich selbst spielen, ja. Der Discord-Command, wo bei dir steht, dass ich die Nachricht zurückziehe, was aber nicht der Fall ist. Okay, das raff ich nicht. Fort Hunter. Ja, hat sich den Wunsch gegen. Ist doch ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk, dieses Update, oder? Wie langsam das geht, Alter. Holy moly. Und einer leckt hier sogar krass. Das ist übrigens der Grund, warum ich keine 40 Runden plus, also über 40 Runden mit 4 Leuten spiele. Wir triggern die schon hart, habe ich manchmal das Gefühl. Hm. Leute gehen einfach manchmal auf die Nerven. Das ist einfach unnötig. Auch in Falke. Tagchen, na Dolny. Wenn ich Discord schreibe und irgendwas anderes kommt, die Nachricht nicht an und bei dir steht, dass ich die Nachricht zurückgezogen habe. Hä? Mach nochmal Paxis. Glaube ich irgendwie nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was kaufe ich denn noch? Oh Gott, zweimal, ich seh's nicht. Ich seh's nicht mal im Chat. So Fresh Learn kriegt's hin. Dann kriegst du das auch hin. Ey, warum ist denn das so langsam, Alter? Fix mal euer scheiß Netz. Ist ja nervig. B4. Warum geht's bei jedem außer mir? Ich weiß es nicht. Moin, Mine Zortel. Nächste Fabi flext auch noch ein bisschen. Na, ja, MP4. War schön gewesen mit dir. Jetzt können wir nicht richtig spielen. Ach, ist das fies. Tschüss. Wisst ihr, auf einmal ultra schnell. Seht ihr das? Holy. Okay, schauen wir mal, wie wir hier die P3 hat ein Hero bekommen. Ich werde gemobbt. Wenn man Korb spielt, zählt das dann auch, also so, wenn die Mates platzen. Ja, du musst natürlich deinen eigenen Türme platzieren, das ist schon logisch, sonst kriegst du keine Erfahrung. Welchen Zweig von Fallschirmschützen findest du am besten? Es kommt natürlich immer darauf an, Mr. Anon, ne? Es gibt ja niemals den besten Pfad, sondern immer, was findest du, oder immer Taktik bringen. Was findest du zum Beispiel gegen Bloons am besten, oder was findest du gegen Zeppelin am besten, ja? Es gibt in einem Strategiespiel niemals ein Allheilmittel. Unmöglich. Ich finde auf dem Fallschussgewehr in der Mitte ganz cool gegen Zeppelin. Gerade auf der hohen Stufe hier, ne? Das ist auch schon ganz praktisch. Gegen normale Bloons auf jeden Fall den oberen Zweig. Also beide Zweige sind mega gut. Gefallen mir. Aber wie man sieht, ich gehe zur Altbewertung zurück. Ja, ja, mobbt mich schön. Aber Paxis, schreib das doch mal. Du, kann ich mir nicht vorstellen. What the fuck? Du hast es nicht mal geschrieben bei mir. Bei mir steht nicht mal eine Nachricht von dir. Mit Ausrufezeichen Discord.
Eigentlich will ich mit dir spielen, aber ich habe Angst, dass du mich mit meinem Internet anschreist. Ja, deswegen würde ich aber mal sagen, ein gutes Internet, oder? Dann wird das schon. Ich setze in der Schule keine Maske auf und kriege immer Ärger. Ja, dann setz doch mal eine auf. Was soll denn da so schwimmen? Aber da kann ich später erstmal Internet ausmachen. Ah, Mann, ist da eine Grundvoraussetzung, gutes Netz zu haben, Leute. Und ihr habt auch gehört, ne? Corona-Maßnahmen bis 10. Januar verlängert. Weil es hat sich ja erst vor einer Woche, ja, am Montag, glaube ich, haben die sich getroffen, oder? Haben gesagt, yo, bis zu Weihnachten. Und jetzt 3 Tage später sagen, yo, hat nicht viel gebracht bis Weihnachten. Also Verlängerung bis zum 10. Januar. Deppen, echt. Kannst du nochmal Swords and Souls hochladen? Ausrufezeichen Upload-Plan, glaube ich, Dennis Weiland. Oder ansonsten in die Videobeschreibung mal gucken. Oder Streambeschreibung, eigentlich in der Videobeschreibung steht ein Upload-Plan drin. Da steht man Swords. Also, es kommt jeden Tag um 19 Uhr, glaube ich. Guck mal den Upload-Plan, da steht's mal rein. Guck da am besten mal rein. Ist immer super, da reinzugucken, weil da muss ich eure Fragen nicht beantworten. Screen ist zum Hashtag Smalltalk. Schauen wir doch gleich mal. So. Kannst du bei dir auch mal versuchen, von Top-Chat auszublenden auf Live-Chat umzustellen? Weiß nicht, ob das vielleicht Auswirkungen hat. Ich kann mal ganz kurz gucken in den Ausrufezeichen Discord-Command, ob es hier irgendeine... Aber es gibt keine Begrenzung, wer das machen kann und wer nicht, ne? User Level Everyone. Ich kann es nochmal extra speichern. User Codon. Also du weißt, ach nee, es wird ja nicht mehr angezeigt. Hm. Wir machen mal noch ein Command-Aliases. Was ist, ich habe überlegt, auch diese ganzen, die ganzen Ausrufezeichen wegzunehmen. Das heißt, immer wenn ihr irgendwie, wie heißt denn der Discord-Server in den, oder irgendwie Discord in den Chat schreibt, das automatisch immer den Link gepostet. Was ist, wenn ich jetzt einfach nur Discord schreibe? Nee, hat er nicht so richtig genommen. Vielleicht funktioniert es auch nur mit Ausrufezeichen, das bin ich mir ganz unsicher. Ausrufezeichen, vielleicht bei Keywords? Es gibt Aliases und Keywords. What the fuck ist der Unterschied? Ah. Doch, da funktioniert's. Hast du einen Discord-Server? Mal gucken, ob das funktioniert. Ob man einfach so ein Triggerwort mit reinpacken kann, weißt du? Ah, easy! Ah, ist das geil! Das ist cool. Ich glaube, ich werde überall die ganzen Ausrufezeichen-Dinger wegnehmen. Wenn ich sage, tick mal Ausrufezeichen, dann... Hä? Wie? Was? Was ist Ausrufezeichen? Boah, ist das strange, ey. Ich glaube, ich werde überall die Ausrufezeichen rausnehmen. Oder findet ihr das auch besser? Dass hier kein Ausrufezeichen mehr, sondern einfach, wird einfach gepostet. Ach, siehst du, ich kann das gar nicht rausnehmen. Ich muss das als Alias reinpacken. Das ist ja nervig. Als anderes Keyword. Boah, das ist ja aufwendig. Fragen. Ah, das finde ich cool. Das gefällt mir. Rahmen. Was haben wir noch? Tempel. Wollte tatsächlich nur noch das Wort schreiben und es wird das auch getriggert. Das ist cool. Groß, ja. Falls jemand mal groß machen muss, kann er einfach. Da steht sogar hier schon dran, witzig. Oder klein machen muss. Oder angespielt finde ich auch. Ist auch wichtig. Weil die größten, die interessantesten Keywords da mitnehmen. Klein machen wir noch. Warum sind die Blumen so klein? Warum sind die Blumen so groß? Projekte finde ich gut.
Ich bin angespielt, ist das ein bisschen komisch. Gut. Ah, Helden. Helden ist auch gut. Welchen Helden findest du am besten? Rangliste der Helden. Easy going. Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Ich deppel. Update wird es auf jeden Fall dann. Patch. Patch gibt es auch noch. Auch, gut. Auch nicht schlecht. Patch. Ich mag gerade Pipi Pupu. Ah ja. Alles klar. Boah, dann mach ich irgendwann später mal. Keine Lust. Voll öde. Wie kommt man in den neuen Turm? Einfach mal im Hauptmenü auf das riesige Geschenk in der Mitte klicken. Das ist wenig zu übersehen. Ich verstehe das mit dem Discord gerade nicht. Kannst du das kurz erklären? Da gibt es irgendwie nicht viel zu erklären. Du kriegst einen Link, da klickst du drauf und bist auf meinem Server, wenn du dich anmeldest. Du hast so einen geilen Humor und bist so lustig. Danke dir, Mine Zortel. Moin Moin, Le Bratwurst. Wie hast du den Minigun gekriegt? Einmal in der, auf der, im riesigen Hauptmenü, ist ein riesiges Geschenk. Einfach mal reinklicken. Schön, wieder so langsam, ey. Bin seit Monkeys die Zeit an. Nice, Michael. Freut mich. Wirklich, cool. Chimps finde ich noch ganz gut, das als alternatives Command reinzubringen. Oder Schimpansen, ja, ist richtig. Schimpansen. Bester, finde ich auch gut. Ah ja, BTD7 ist gut. Ist auch gut. Ist auch wirklich gut. Okay. Ich glaube, so viele Commands habe ich sonst gar nicht. Ich habe eine nächste Seite. Scheiße. Also, wie viele Commands habe ich denn, bitteschön? Holy shit. Also, ich habe zwei Seiten voller Commands, Mann. Holy. Türme. Das ist ja nervig. Zeppeline finde ich gut. DDT, was heißt Moab und so weiter. Animes, ja, auch gut. Corona. Tipp mal Corona-Rennen. Das ist ein lustiges Video. Nicht von mir. Ah ja, okay. Der Chat ist jetzt etwas aktiver, wenn wir den ganzen Keywords. So etwas ist der, wird der Elementbot vielleicht ein bisschen überfordert sein. Moin Joel! Wie findest du den Nomis Game? Ich finde ihn sehr gut. Ich finde ihn auch mega nice. Humans. Mega gut. Richtig hübsch. War noch unschlüssig, ob ich den Meereswächter oder den Bergwächter-Skin besser finde, aber tatsächlich wahrscheinlich der Bergwächter-Skin. Bei DDT oder so, da kommt ja jedes Mal die Bedeutung, wenn man schreibt, der Runde 33 DDTs. Ja, wie oft schreiben denn die Leute, in Runde 90 kommen 3 DDTs? Und es ist doch nicht verkehrt, einfach mal ein bisschen zu triggern, weißt du? So einfach Informationen reinzustreuen. Ich find's gut. Ich finde das Corona-Video voll lustig. Also ein Lied über Corona. Hast du dem Dartlinker meinen Garten gegeben? Yo, habe ich. Und zwar durfte sich Pexis, weil er T4-Sub ist, T3-Sub, weil er monatlich Geld bezahlt, sich einen Namen aussuchen. Der hat ihn Spray and Pray genannt. Ja, Ray of Doom ist auch stark. Aber der stärker gegen Bad, glaube ich, ist der mittlere Zweig. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Wir werden es auf jeden Fall gleich im Sandkasten-Modus ausprobieren in dem Turmvorstellungsvideo. Moin, Voltrix. Moin, Ice-T. Freue mich, dass du wieder da bist. Wie bekommt man die neue ein, nachdem man auf den Geschenk klickt? Wir werden es einfach aufs Geschenk klicken und lesen. Ja, genau, Pex. Das war so viele Leute Zeppelin da reingeschrieben. Ich glaube, niemand, noch niemand in diesem gesamten 3 Jahren, die ich streame, hat noch nie einer das Wort Zeppelin da reingeschrieben. Außer ich. Weil die meisten Leute kennen das Wort Zeppeline gar nicht. Ja.
Kann man das neue Secret Achievement schon? Bestimmt, aber ich kenn's nicht. Ich war auf dem Geschenk, kann ihn aber in-game nicht platzieren. Ja, einfach mal aufs Geschenk draufklicken. Ja? Und dann. Lesen. Ich feiere dann Swords and Swords Never Seen Let's Play. Ich find's auch mega gut, das Spiel Voltrix. Unglaublich. Also, es ist krass, dass ich seit langer Zeit mal wieder richtig so viel Spaß bei einem Spiel hatte. Das ist heftig gewesen. Wie lange geht der Stream noch? Nee, ich hab, wollte heute nicht lange streamen. Weil ich wirklich nur den Maschinengewehr auf Max bringen wollte. Leider kann ich euch zum Geschenk nicht mehr zeigen, was wir machen können. Ja, ich zeige euch das. Ich zeige euch das, wirklich. Ich bin ja netter. Ich bin ja netter. Ja? Ich weiß, es ist für die meisten nicht nachvollziehbar, aber ich bin netter. Scheiße, das ist mal Werbung. Ah, Blackscreen. Leck mich, YouTube. Du mit deiner hässlichen Cookie-Werbung. Ernsthaft, 20 Sekunden? Boah. Ja. Ich wollte euch gerade das Update-Video zeigen. Ja. Gucken wir uns gleich an. 20 Sekunden. Ich glaube, ich habe mich draufgeklickt. Bin ich der Meinung. Ja. Ich habe draufgeklickt. Das ist ein riesiges Geschenk. Klickt. Und wenn man auf das Geschenk draufklickt, da steht, hey, da ist einer drinne. Aber du musst erst vorher 500.000 Platzer erreichen, um das zu öffnen. Steht hier unten, erreiche die meisten Platzer in dem Spielmodi mittelschweren freies Spiel. 500.000. Ist es wirklich so schwierig? Holy Leute. Ich bitte euch. Ja? So schwer ist das doch gar nicht. Wo findet man das Geschenk? Wie gesagt, das ist wirklich... Es ist wirklich schwer übersehbar. Also ich muss sagen, es hat sich wirklich gut versteckt. Ja. Also es hat sich wirklich... Ich habe es auch fast nicht gesehen. Also es war wirklich sehr gut versteckt unter Weihnachtsbaum. Aber ich habe ihn irgendwann doch gesehen. Dieses eine Pixel auf dem Bildschirm habe ich dann doch gesehen. Habe es einfach mal angeklickt, weil es bewegt sich auch nicht. Ne? Das bewegt sich gar nicht. Also das ist wirklich ganz still. Wir wissen nicht, wo das ist. Habe einfach draufgeklickt und dann einfach gelesen. Ist geil, oder? U-Boot XP 29,5 Millionen. Mir macht's auch Spaß zu zuschauen. Null Pay to Win Game. Auf jeden Fall. Achso, das ist wirklich ein richtig gutes Spiel, muss ich sagen. Das Swords and Souls Never Seen. Also, wer es noch nicht geschaut hat, guckt euch im Film mal die ersten paar Folgen an. Ich glaube, viele würden das interessieren. Als ob man Zeppelin nicht kennt. Ja, die meisten kennt es, glaube ich, tatsächlich nicht. Genau, ein Bakuman geht auch sehr schnell, habe ich reingemacht. Er behauptet, dass er freundlich. Also ganz ehrlich, wenn es als unfreundlich betitelt wird, den Leuten zu erzählen, dass sie einfach mal die Glubscher aufmachen sollen. Ja gut, dann bin ich dann unfreundlich. Dann ist das halt so. Dann kann mich die ganze Welt einfach mal kreuzweise. Tasche, Marco. Das sind aber zwei Geschenke. Ja gut, das eine Geschenk macht man ja täglich sowieso auf, ne? Weil man will ja das Geschenk da drin haben. Welchen Tag seid ihr eigentlich? Ich bin Tag 524. Das versteckte Geschenk heißt der Titel dann später. Ich liebe deine Ironie. Was? So alles ernst gemeint. Man kann auch bei den Affen nachschauen. Das ging bestimmt. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Guter Ansatz, Thomas. Du bist nicht lustig, Tim. Wer ist Tim? Ich heiße Josh. Nee, Jeff. Jeff. Ich heiße Jeff. Wer kennt die Werbung? Wer kennt sie? Hm? Tag 40. 1120, so siehst du aus, Alter. Das Spiel gibt's noch nicht mal so lange. Opfer. 500 IQ. Das sieht mal ganz lustig, auch wenn es etwas zu lang war, weil ich mir nach einer Minute auf zweimal gestellt habe. Echt, ist total cool gewesen, das Lied. Ja, du würdest ja das ultimative Maschinengewehr nennen. Laura, das kannst du gerne tun. Kauf dir das im Trophäenshop. Ansonsten bezahle 10 Euro im Monat. Und wenn du lang genug dabei bist, dann gebe ich dir auch die Möglichkeit. Jeff. Die Möglichkeit, einen Affen nach deinem Geschmack zu benennen. Es gibt schon eine neue Odyssee. Oh, ist das ätzend, Alter. Alter. Schon eine neue Odyssee. Aber es gibt Pokale dafür. Also, warum nicht? Gut, meine lieben Freunde. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Es wird im Laufe des Abends noch das Turmvorstellungsvideo vom Machine Gun kommen. Ich hoffe, es wird euch auch gefallen, wenn ihr es euch anguckt. Nochmal separat im Sandkastenmodus getestet.
Es war schön mit euch heute im Stream. Vielen Dank für die ganzen neuen Follows, Schrägstrich, Abos, falls ihr welche dagelassen habt. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns für das nächste Mal wieder. Gerne auf meinen Discord-Server kommen, Ausrufezeichen Discord, Schrägstrich Discord in den Chat schreiben. Und gerne in das Swords and Souls Never Seen Let's Play reingucken. Ist wirklich extrem gut, finde ich, das Spiel. Und ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.